Hallo ihr Lieben, heute gibt es das erste Fragen-Antwort-Video von uns und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich habe den kleinen süßen Noah auf meine Arme und ich wollte heute mal einfach ein paar Fragen von euch beantworten, die jetzt schon seit längerem oder öfters aufgeworfen worden sind. Als allererstes wurde ich des Öfteren gefragt, ob ich Tauschpakete machen könnte und bis jetzt habe ich halt mich immer ein bisschen gezogen. Und ich weiß auch nicht, wie man das wirklich richtig sagen soll, aber ich versuche es jetzt einfach mal direkt zu sagen. Ich möchte nicht so gerne Tauschpakete machen, weil durch die Zwillinge habe ich halt jetzt meinen Kleiderschrank für die Zwillinge so, wie ich ihn wollte. Halt, die beiden haben alles gleich und genau das war ja mein Ziel gewesen. Und wenn ich noch was dazu bekomme für die Mäuse, ist es okay. Und wenn nicht, dann geht es halt auch so. Für die Mädchen habe ich halt auch relativ viele Sachen und auch langsam genug Sachen. Und deswegen ist das für mich halt so, wie es jetzt ist, die Kleiderschränke so in Ordnung. Und wenn ich da jetzt irgendwas rausreißen muss, weil ich ein Tauschpaket mache, finde ich das jetzt ein bisschen blöd. Außerdem denke ich mir, gerade für den Kleiderschrank von Melina und Emilia, der ist halt, das sind halt Größen, die hat nicht jeder, weil Melina trägt Größe 86, Emilia trägt Größe 92 und die meisten können mit diesen Größen nichts anfangen. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich keine Tauschpakete machen möchte. Ich bin jemand, der gerne gibt, der gerne auch Geschenke vorbereitet und macht, aber so Tauschpakete und sowas ist nicht so meine Welt. Ja, dann ist die letzte Zeit des Öfteren geäußert worden, ich behandle meine Reborns wie echte Kinder. Ja, dazu muss ich sagen, wie soll ich die sonst behandeln? Das habe ich auch schon mal unter einen Kommentar geschrieben. Wie soll ich sie sonst behandeln? Soll ich sie an den Füßen packen und durch die Luft schleudern? Oder was soll ich mit denen machen, damit das in dem Sinne zufriedenstellend ist? Für mich sind es Kunstwerke. Für mich ist das, sind die Reborn-Babys genauso wie... Ups, kleiner Schatzi, was machst du? Für mich sind Reborn-Babys genauso wie für andere Kunstwerke in Galerien, Bilder. Zum Beispiel, wenn man sich einen sündhaft teuren Picasso kauft, dann würde man ja auch nicht mit dem, wer weiß wie, umgehen. Man würde ihn feinsäuberlich auf die Wand hängen, immer sauber machen und so weiter und so fort. Und so ist das für mich halt die Reborn-Babys. Sie sind für mich Kunstwerke, sie bedeuten mir sehr, sehr viel, weil sie mir halt auch durch viele Situationen schon geholfen haben. Und ja, für mich ist das zum Teil auch Kinderersatz, muss ich ehrlich sagen. Ist halt so, weil ich ja selber keine Kinder bekommen kann. Und deswegen werde ich sie auch weiterhin so behandeln. Wer es sehen möchte, kann gerne weiterschauen. Und bei den anderen möchte ich dann bitten, ja, dann klickt weiter und schaut es euch nicht an. Also, die nächste Frage. Ich bin des Öfteren gefragt worden, wie mein Umfeld auf die Reborn-Babys reagiert. Also, dazu muss man erstmal herauskristallisieren, was Umfeld ist. Also, ich trenne das gerne mal durch mit Freunden, also punkto Freunde und punkto, wenn ich rausgehe mit den Reborn-Babys halt in die Öffentlichkeit. Das ist ja auch dann mein Umfeld. Wenn ich mit den Reborn-Babys rausgehe in die Öffentlichkeit, ist grundsätzlich Fakt, dass alle Leute mich als Mama mit Baby sehen. Als Mama mit, ja, wenn ich mit den Zwillingen gehe, dann halt mit Zwillingen. Und als was anderes sehen die mich nicht. Und selbst wenn sie einen kurzen Blick in den Kinderwagen schauen, erkennen die Leute nicht, dass das Puppen sind. Für sie zeige ich das Bild einer Mama mit Kind.
Und warum soll ich durch die ganze Stadt laufen und jeden sagen, das sind Reeborn-Babys, das sind Puppen und so? Für mich ist das halt in Ordnung so, dass sie in dem Moment mich als Mutter mit Kind wahrnehmen und nicht anders. Und deswegen achte ich auch sehr darauf, dass ich auch ein natürliches Verhalten an den Tag lege, sozusagen mit meinen Reborn-Babys und halt auch meine Reborn-Babys ganz normal in den Maxi-Cosi stecke, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und sie ganz normal auch in den Kinderwagen tue und dass ich sie halt nicht in dem Sinne unnatürlich behandle, weil du wirst schließlich auch beobachtet. Und da die Leute beobachten einen unbewusst und deswegen möchte ich in der Öffentlichkeit halt in dem Sinne bewahren, dass ich eine Mama mit Kind bin oder eine Mama mit Zwillingen bin. Zum Thema Freunde. Meine Freunde, die ich alle habe, muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob die alle wissen, dass ich das Hobby habe, aber der größte Teil weiß es und sie nehmen mich als Person. Das heißt, die sehen nicht mich als die mit dem verrückten Hobby, sondern die sehen mich als Person und nehmen mich auch als Person wahr. Das ist etwas, was viele Menschen, die meine Videos sehen, einfach nicht verstehen können. Weil in meinen Videos seht ihr nur 10 Minuten meines Lebens. Von vielleicht einem Tag. Und ihr wisst ja gar nicht, was ich an dem Tag alles noch anderes gemacht habe. Aber meine Freunde sind ein Teil meines Lebens und sie kennen mich als Person. Sie kennen mich mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken und sie kennen mich halt nicht nur als Person mit diesem verrückten Hobby. Und deswegen habe ich keine Probleme damit. Also alle sagen, alle, wo ich bis jetzt drüber gesprochen habe mit diesem Hobby, sagen alle, wenn es dich glücklich macht, dann mach das Hobby weiter und du schaffst dadurch deinen Ausgleich und mehr ist das nicht. Und deswegen, meine Freunde gehen da ganz tolerant mit um. Klar gibt es auch Freunde, die sagen, ja, ich kann mit diesem Hobby nichts anfangen. Ich weiß auch, dass ich mit gewissen Freunden gar nicht über dieses Hobby reden kann. Ja, dann ist es halt so. Das akzeptiere ich auch und dann ist gut. Aber ja, der größte Teil akzeptiert das Hobby. Der größte Teil findet es süß. Viele haben sie auch schon auf die Arme genommen und ja. Quatschen mit mir über dieses Hobby. Ja, und die, die es halt nicht möchten, das akzeptiere ich, gar kein Problem. Von daher, ja, habe ich mit meinem Umfeld in dem Sinne gar kein Problem. Haben wir noch eine Frage? Genau. Ich bin des Öfteren gefragt worden, weil ich gesagt habe, ich möchte kein Silikonbaby. Und ich bin des Öfteren gefragt worden, warum ich kein Silikonbaby haben möchte. Und das ist halt auch ein recht schwieriges Thema, weil ich das ein bisschen schwierig finde zu beantworten. Denn ich möchte niemanden, der ein Silikonbaby hat oder sich sogar darüber nachdenkt, sich eins anzuschaffen, damit vor den Kopf stoßen oder in irgendeiner Weise beleidigen. Aber Silikonbabys sind für mich, ja, sie gefallen mir nicht so. Und ja, sie erinnern mich immer sehr, sehr stark an tote Babys. Ich habe leider die Erfahrung machen müssen, ja, ein echtes totes Baby zu sehen. Und ich hätte in dem Moment alles gegeben, damit dieses Baby wieder lebt, selbst mein eigenes Leben. Und Silikonbabys erinnern mich halt jedes Mal daran. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt hier ein Silikonbaby liegen und ich würde jeden Tag an diese Stunden erinnert werden, würde ich das nicht aushalten, würde ich das nicht durchstehen. Bei den Reborn-Babys ist das was anderes. Klar sehen sie auch teilweise sehr echt aus und so, aber es ist noch was anderes, weil sie haben eine gewisse auch Spannung im Körper. Und ich finde halt auch, dass echte Babys, auch wenn sie schlafen, haben echte Babys immer eine gewisse Spannung im Körper und wackeln in dem Sinne nicht so rum im Kinderwagen wie Silikonbabys. Also wenn ich andere sehe, die dann mit ihren Silikonbabys rausgehen
Und das Baby wird die ganze Zeit nur im Kinderwagen rumgeschüttelt, weil der Weg halt uneben ist oder so. Das würde ein echtes Kind nicht machen. Das würde beim echten Baby nie so sein. Und deswegen, nee. Für mich sind Silikonbabys absolut nichts und ich akzeptiere das, wenn andere sagen, kein Problem, sie haben kein Problem damit und sie möchten ein Silikonbaby, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit, aber ich persönlich werde nie ein Silikonbaby haben. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich kein Geld hätte oder ähnliches. Ich habe eine unheimlich liebe Freundin gewonnen, die liebe Johanna. Und ich glaube, dass die Johanna mir auch diesen Wunsch ermöglichen würde, wenn ich diesen Wunsch hätte. Und wenn ich mir überlege, was ich hier für Wert liegen habe, allein die Zwillinge damals, da musste ich auch sehr viel Geld berappeln. Zumal es ja Zwillinge sind, zwei. Und ich würde auch ein Silikonbaby finanziert bekommen. Aber es ist halt so, dass ich das nicht möchte. Ja. Ein Vollvinylbaby ist schon wieder was anderes. Wobei ich mir sagen lassen habe, meine Zwillinge sind ja auch Vollvinylbabys. Nur bei denen ist halt der Unterschied, sie haben halt den Stoffkörper mit drinne und sind nicht komplett Vollvinyl. Weil, wie gesagt, der Stoffkörper halt mit drinne ist. Und ja, diese Größe, wie Henrietta jetzt ist, das ist für mich so richtig passend. Das finde ich ganz gut. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war das Video. Eure Fragen, meine Antworten. Ich habe viel Spaß daran gehabt, dieses Video zu drehen. Und ich möchte euch jetzt vorschlagen, wenn ihr möchtet und Interesse daran habt, ob wir dieses Video oder diese Videos nicht regelmäßig machen. Ich habe an einmal im Monat gedacht, dass einmal im Monat ein Fragen-Antwort-Video von uns kommt. Und ihr könnt natürlich eure Fragen stellen. Am besten stellt ihr das unter diesem Video in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es total schön, wenn ihr mir ein Feedback dalassen würdet. Vielleicht auch Verbesserungsvorschläge oder aber eure Fragen, die ich beim nächsten Mal beantworte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Tschüss!